Viele Politiker und Experten haben in letzter Zeit des Öfteren vor einem deutschlandweiten Stromausfall gewarnt. Vor allem der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Markus Söder, hat die Bevölkerung mehrmals dazu aufgerufen, sich mit Proviant einzudecken, um einen länger andauernden Stromausfall überbrücken zu können. Manche Menschen sind felsenfest davon überzeugt, dass Regierungen bewusst Stromausfälle verursachen, um die Bevölkerung zu kontrollieren oder von anderen wichtigen politischen Ereignissen abzulenken. Es wird sogar behauptet, dass fortschrittliche Technologien wie elektromagnetische Waffen zum Einsatz kommen, um großflächige Stromausfälle zu verursachen. Es existiert sogar ein geheimer Bericht, der das düstere Szenario eines verheerenden Stromausfalls sehr detailliert beschreibt, das in wenigen Tagen zu unserer grausamen Realität werden soll. Dieser Bericht beschreibt auf äußerst realistische Weise ein beängstigendes Szenario, das genau so oder so ähnlich eintreten könnte. Doch bevor wir dir dieses unheimliche Szenario präsentieren, würden wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Nun aber lass uns direkt mit dem Video starten. In den letzten Tagen sind in verschiedenen sozialen Medien vermehrt beängstigende Meldungen erschienen, die darauf hinweisen, dass in den kommenden Tagen ein flächendeckender bundesweiter Stromausfall zu erwarten ist. Auch der angekündigte Wintereinbruch in wenigen Tagen mit eisigen Temperaturen begünstigt einen Stromausfall. Doch wie wahrscheinlich ist ein Stromausfall dieser Größenordnung, der über mehrere Tage oder gar Wochen andauert? Laut manchen Experten und Politikern ist ein flächendeckender Stromausfall mehr als wahrscheinlich. Vor allem im Winter, wenn die Temperaturen deutlich in den Minusbereich sinken. Nun möchten wir dir das desaströse Szenario erläutern, das viele Experten und Politiker als sehr wahrscheinlich betrachten. Der Beginn des flächendeckenden Stromausfalls. In wenigen Tagen, mitten im Hochwinter, trifft Deutschland ein schwerwiegender Stromausfall von beispiellosem Ausmaß. Dieser verheerende Vorfall wird von einer Kombination aus extremen Wetterbedingungen und einer überlasteten Strominfrastruktur ausgelöst. Die eisige Kälte, die das Land kommender Woche fest im Griff haben wird, spielt eine entscheidende Rolle bei diesem schrecklichen Ereignis. Die kalten Temperaturen führen zu einer starken Nachfrage nach elektrischer Energie, da die Bevölkerung vermehrt auf Heizungssysteme und elektrische Heizgeräte angewiesen ist, um sich vor den extremen Minusgraden zu schützen. Gleichzeitig setzt die eisige Kälte die Strominfrastruktur enorm unter Druck. Die Leitungen und Strommasten sind mit einer dicken Eisschicht bedeckt, was die Übertragung von Elektrizität erschwert. Auch die Stromerzeugungseinrichtungen, insbesondere solche, die auf erneuerbare Energien wie Wind und Sonne angewiesen sind, werden durch die sehr kalten Witterungsbedingungen stark eingeschränkt sein. Das Ergebnis dieser ungünstigen Kombination aus extremen Wetterbedingungen und erhöhter Nachfrage ist ein gravierender deutschlandweiter Stromausfall. Die Betreiber des Stromnetzes versuchen in ihrer Verzweiflung, die Situation zu bewältigen, indem sie gezielte Abschaltungen vornehmen, um eine Überlastung zu verhindern. Aber letztendlich ist die Menge an verfügbarem Strom nicht ausreichend, um die Nachfrage zu decken. In solchen Momenten wird die Verletzlichkeit der modernen Gesellschaft gegenüber Stromausfällen mehr als deutlich, da sie für Heizung und viele andere lebenswichtige Funktionen zwingend auf elektrische Energie angewiesen ist. Kälte und Heizungsausfall. Die Kälte ist erbarmungslos. Ohne funktionierende Heizsysteme in Häusern und Wohnungen sind die Menschen der eisigen Witterung schutzlos ausgeliefert. Die Temperaturen stürzen in gefährliche Tiefen und der eisige Griff des Winters erfasst die Nation mit voller Härte. Die Heizungen sind verstummt und die eisige Luft durchdringt jeden Raum. Die Menschen kämpfen verzweifelt gegen die Kälte, wickeln sich in Decken und warme Kleidung, aber die Kälte dringt dennoch durch. Die Gefahr von Erfrierungen und gesundheitlichen Problemen steigt rapid. Die Sehnsucht nach Wärme und Trost ist quälend. Die Abwesenheit von Licht und Wärme verstärkt die Verzweiflung. In diesen düsteren Stunden wird die harte Realität der Abhängigkeit von moderner Technologie und Energieversorgung schmerzhaft spürbar. Die absolute Dunkelheit. Die Städte und Gemeinden versinken in völliger Dunkelheit. Straßenlaternen sind erloschen, Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen komplett ohne Strom. Die Auswirkungen auf den Alltag sind katastrophal. Die Straßen werden gefährlich, die Orientierung schwer und die Angst vor Unfällen wächst.
In den Häusern sind elektrische Geräte nutzlos geworden, Lebensmittel verderben und die Heizungen versagen. Die Menschen sind vollständig von der Technologie abgeschnitten und in einer unheimlichen Dunkelheit gefangen. Verzweiflung und Sorgen um die Sicherheit wachsen, während die uns vertraute Welt in düstere Unsicherheit gehüllt ist. Das große Verkehrschaos. Die Verkehrsampeln sind erloschen und Beeinträchtigungen im Schienenverkehr legen den öffentlichen Nahverkehr vollständig lahm. Ohne funktionierende Ampeln droht zudem eine Welle von gefährlichen Unfällen mit unzähligen Verletzten. Das Tanken wird ebenfalls zu einer unlösbaren Aufgabe, da die Zapfsäulen elektrisch funktionieren und ohne Strom nicht betrieben werden können. Die Mobilität der Bevölkerung ist erheblich eingeschränkt. Die völlige Isolation. Die Kommunikation bricht gänzlich zusammen, da die Mobilfunknetze und Internetdienste ausfallen. Die Menschen haben Schwierigkeiten, Notrufe abzusetzen und wichtige Informationen zu erhalten. Dies führt zur völligen Isolation der Bevölkerung von der Außenwelt. Mangelnde Wasserversorgung und Lebensmittelknappheit. Die Wasserversorgung gerät in Gefahr, weil die Wasserpumpen nicht mehr funktionieren. Menschen kämpfen darum, Zugang zu fließendem Wasser zu erhalten. Lebensmittel verderben unaufhaltsam, da Kühlschränke und Gefrierschränke ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Und die Regale in den Geschäften sind bereits leer. Die Verzweiflung steigt ins Unermessliche. Während grundlegende Ressourcen wie Wasser und Nahrung knapp werden und die Menschen in diesem schrecklichen Szenario ums Überleben kämpfen müssen. Gewalt und Plünderungen. Die Bevölkerung ist inmitten dieser lang anhaltenden Krise zutiefst besorgt und von panischer Angst erfüllt. Die Ressourcenknappheit treibt die hungernden Menschen in die Verzweiflung. Ohne fließendes Wasser und mit knappen Lebensmitteln verschärft sich der Überlebenskampf. Die Spannungen in der Gesellschaft erreichen einen gefährlichen Höhepunkt und soziale Unruhen sind unausweichlich. Die Menschen kämpfen nicht nur gegen die Naturgewalten, sondern auch gegeneinander. Die Gewalt eskaliert und Plünderungen werden zu einer bedrohlichen Realität. Geschäfte und Wohnungen werden geplündert und diejenigen, die noch Ressourcen haben, versuchen sie um jeden Preis zu verteidigen. Die sozialen Strukturen brechen in sich zusammen und das Vertrauen schwindet. Die Dunkelheit der Nacht wird von den Flammen der Unruhen erhellt und die Städte werden zu gefährlichen Schlachtfeldern. Selbst das Eingreifen von Polizei und Militär kann die Plünderer nicht stoppen. Die Ordnungskräfte sind überfordert und können die wachsende Gewalt nicht mehr aufhalten. Du denkst jetzt vielleicht, dass dieses Szenario unwahrscheinlich ist. Aber bedenke, was alles in den letzten Jahren passiert ist, das man nie für möglich gehalten hätte. Daher wäre es ratsam, einen Notfallvorrat anzulegen, wie von vielen Experten empfohlen. Dazu gehören Wasser in ausreichender Menge, haltbare Lebensmittel, Medikamente, Batterien, Taschenlampen und Decken. Ein solcher Vorrat kann in Krisenzeiten den Unterschied zwischen Überleben und Not bedeuten. Nun aber freuen wir uns auf eure Meinungen darüber. Was denkt ihr über dieses furchterregende Szenario eines flächendeckenden Stromausfalls, das bald zur Realität werden soll? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.